Papenburg ist eine Stadt und eine selbstständige Gemeinde im Landkreis Emsland in Niedersachsen. Die Stadt Papenburg ist die nördlichste Stadt des Landkreises Emsland und grenzt an den ostfriesischen Landkreis Leer. Papenburg ist aus der ältesten und längsten Feenkolonie Deutschlands entstanden. Eine Feenkolonie ist übrigens eine Moorsiedlung, doch dazu später mehr in diesem Video. Durch die vielen Kanäle wird Papenburg auch Venedig des Nordens genannt. Die Geschichte Papenburgs ist stark mit dem Torfabbau und dem Schiffsbau verbunden. Papenburg ist heute eine Stadt mit Hightech, Moderne und Traditionen. Binnenkanäle mit einer Länge von über 40 Kilometern sind an und in Papenburg zu finden. Die schönen Dreh- und Klappbrücken sind auch in der Innenstadt nicht zu übersehen. Die Kanäle entstanden ursprünglich zur Entwässerung. Außerdem wurden die Kanäle genutzt, um Torf mit schmalen Schiffen zu den Ziegeleien zu transportieren. Originalgetreue Nachbauten alter Papenburger Schiffe aus Holz liegen fest verankert in den Kanälen des Stadtgebiets. Sie gehören zum Schifffahrtsfreilichtmuseum. Das Feenfreilichtmuseum, die von Feelen Anlage, in Papenburg ist sehr zu empfehlen. Dietrich von Feelen kaufte das Gut Papenburg im Dezember 1630. Er ist Gründer der Stadt Papenburg. Im Museum erfährt der Besucher viel über die Entstehung des Moores, vom Torfabbau und der Verschiffung des Torfes. Auch das schwere Leben und die Lebensbedingungen der frühen Siedler wird sehr realistisch gezeigt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Der Stadtpark entstand durch die 5. Niedersächsische Landesgartenschau im Oktober 2014. Mit seinen Grünflächen, Wasserläufen, Kanälen und Brücken ist der Park ein Ort purer Erholung. Hier befindet sich auch der Mehrgenerationen-Spielplatz für junge und junggebliebene Leute. Der Park ist direkt in der Nähe der Innenstadt zu finden. '88 wurde Meyers Mühle mit damaliger moderner Technik errichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg verrottete die Mühle. Nur das Mühlentorso existierte noch.
1998 kaufte die Stadt Papenburg die Mühle und begann mit der Restaurierung. Heute wird die Mühle vom Mühlenverein Papenburg betreut. Die Mühle kann besichtigt werden. Kleine Souvenirs sowie das berühmte Mühlenbrot sind gegen einen geringen Preis zu erwerben. Weitere Informationen und Links zu Papenburg sind in der Videobeschreibung zu finden.